Radio Zusa. Florian Zusa. Florian Zusa. Das Feuerwehrmagazin. Ja, Anke, das Ferienlager geht zu Ende. Das Zeltlager hier im Harz. Fazit für die letzten Tage? Ja, ich denke, alles super. Es war eine ganz tolle Stimmung. Alle waren ganz begeistert. Wir hatten ja schönes Wetter. Zum Glück die ganze Zeit bis auf gestern Abend gab es dann ein ordentliches Gewitter. Aber jetzt scheint wieder die Sonne, sodass die auch alle im Trockenen abbauen können. Das war also gut. Und von dem ganzen Drumherum war irgendwie alles ganz, ganz relaxed. Alle waren fröhlich und es gab überhaupt gar keine Probleme. Gab es denn ganz besondere Highlights, die man so herausheben kann, wo man sagen kann, das war was ganz Besonderes? Ja, ich denke, unser ergänztes Programm, wir haben unser normales Wettbewerbsprogramm gemacht mit Indiaka zum Beispiel oder Fußballkicker XXL Schwimmwettbewerb und so weiter. Aber wir haben ja dieses Mal ein paar neue Workshops hinzugenommen, wie zum Beispiel Zirkusworkshop. Da gab es dann noch eine kleine Aufführung am Donnerstagabend, das war ganz schön. Haben wir Akrobatik und so auf der Bühne gezeigt. Oder auch das Abendprogramm, wo zum Beispiel The Voice of Zeltlager gewählt wurde, also Supertalent-Show. War ich ganz beeindruckt über die Ergebnisse, wie toll also unsere Jugendfeuerwehrmitglieder auch singen können. Das war total beeindruckend. Ja, so gab es halt ganz, ganz viele kleine Highlights. Kann man jetzt gar nicht so festlegen. Also für alle oder das Feedback an uns ist einfach, dass das ganze Zeltlager toll war. Ne? Gut. Der gestrige Abend, der gestrige Regen, hat der Abbruch getan mit dem Ganzen? Oder? Nee, es hat draußen geblitzt und gedonnert und unsere Jugendlichen haben im Zelt gefeiert und getanzt. Ja, so muss das sein. Ja, alles ist jetzt im Zeichen des Aufbruchs, aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer so, am Ende eines Zeltlagers gibt es auch eine Preisverleihung bzw. Gewinner. Wer hat denn dieses Jahr hier gewonnen? Ja, wir machen mehrere, habe ich erzählt, mehrere Wettbewerbe und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, um den sogenannten Lagersieger zu ermitteln, weil das ist das, was heute ausgezeichnet wurde, haben wir zum ersten Mal die Beteiligung an allen anderen Projekten mit hinzugenommen. Das heißt, wenn die Jugendlichen zum Beispiel im Kreativshop tätig waren, beim Zirkus teilgenommen haben, im Präventionsworkshop mitgemacht haben, haben sie immer Sonderpunkte bekommen und so ergab sich dann eben die Gesamtpunktzahl und unser Lagersieger ist zum wiederholten Mal die Jugendfeuerwehr Nöpke geworden. Auf den zweiten Platz kam unsere Jugendfeuerwehr Jugendforum, nennen wir sie. Das heißt, es sind einige Kreisjugendsprecherinnen und Sprecher, die zusammen hier eine Jugendfeuerwehr gebildet haben, weil eben ihre eigene Jugendfeuerwehr nicht hierher gekommen sind. Sie aber gerne mitmachen wollten, haben sie halt eine eigene Jugendfeuerwehr gebildet. Und auf den dritten Platz kam die Jugendfeuerwehr Jade. Es ist ja immer so, dass nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager Planung fürs nächste Zeltlager in 3 Jahren schon in Gange. Ja, also sagen wir mal so, sie fängt eigentlich damit an, dass wir während der Woche natürlich immer notieren, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, dass man das zumindest nicht aus den Augen verliert. Dann werden wir im November nochmal so eine Helferparty machen, wo dann alle nochmal zusammenkommen, sicher eine Nachbesprechung. Naja, und dann so spätestens 2 Jahre, bevor das nächste anfängt, treffen wir uns wieder in unserer Arbeitsgruppe mit ungefähr 30 Leuten und planen das nächste. Wo wird dann das Zeltlager stattfinden? Wieder hier in Wolfshagen? Ja, sicher wieder hier in Wolfshagen. Du bist zufrieden mit der ganzen Veranstaltung, wirst sicherlich heute Abend dann tot ins Bett fallen, kaputt, erledigt. Ich bin zufrieden mit der Veranstaltung, ja selbstverständlich, also weil es eben super geklappt hat. Aber ins Bett fallen geht noch nicht, weil wir hier noch wieder abbauen müssen und ich also heute leider noch nicht nach Hause fahren kann. Die Jugendfeuerwehren Deutschlands, eine starke Truppe. Starke.